Ja. Ich begrüße euch alle jetzt zu dem Vortrag von Carsten Becker. Es geht über Strahlung im Weltraum und wie man halt Geräte, die man dort hochschickt, halt am besten davor schützen kann, um die Auswirkungen möglichst gering zu halten. Also einen warmen Applaus. Moin, mein Name ist Carsten Becker. Und ich bin bei den Part-Time-Scientists für die Elektronik zuständig. Ein kurzer Ausblick, also die Part-Time-Scientists sind 100 Leute, die daran arbeiten, ein Fahrzeug zum Mond zu senden, mit diesem 500 Meter zurückzulegen und währenddessen HD-Videos zur Erde zu übertragen. Und das Ganze wollen wir halt relativ bald realisieren, also nicht 2020, sondern eher 2013. Und dafür brauchen wir halt Elektronik, die da oben im Weltall funktioniert. So, also die ersten 10 Minuten, möchte ich dazu fügen, sind vom Science Slam. Das ist ein bisschen weniger tief, man könnte sagen, ein bisschen populistisch oder auch sexistisch und erklärt so grob, worum es geht. Es geht aber noch deutlich tiefer weiter. Also, zuerst einmal möchte ich mal erklären, was ein Field Programmable Gate Array ist. Jeder von euch kennt das vielleicht, das ist ein FPGA, damit, das ist vom Prinzip her, ist das ein Chip. Ja, so sieht so ein Chip aus, der hat dann da so Drähtchen und so. Und wenn man mehrere Chips zusammennimmt, dann hat man so ein TTL-Grab und diese Chips können irgendwas Tolles machen. Dieser Chip hier zum Beispiel, mit dem kann man mit unserem Software-Development-Rover sozusagen durch die Gegend fahren und ja, der kann halt genau das gut. Und das hier ist eine Frau, ein iPod, und der kann halt Musik wiedergeben. Und die Frage ist jetzt, wäre es nicht cool, wenn man einen Chip hätte, der alles Mögliche sein kann? Also sozusagen ein elektronisches Chamäleon. Und vom Prinzip her ist genau das eben ein FPGA. Und gucken wir jetzt mal an, wie der funktioniert. Also FPGA, nehmen wir mal den dümmsten anzunehmenden Baustein. Der hat insgesamt drei Beinchen, davon sind, sagen wir mal, zwei Eingänge und einer ist ein Ausgang. Nennen wir die mal A und B und Z. So, jetzt bewegen wir uns in der digitalen Ebene, ja, da gibt es 0 und 1 und da gibt es dann verschiedene Kombinationen von Eingängen, also 0,0, 0,1, 1,0, 1,1, kennt ihr alles. Und dann gibt es halt auch Ausgänge, Z. In dem Fall ist das hier dann sowas wie eine Addition, ja, 0 plus 0 ist 0, 0 plus 1 ist 1, 1 plus 0 ist 1, 1 plus 1 ist 0. Macht für den Informatiker komplett Sinn. Er kann aber auch einfach zum Beispiel sagen, dass immer wenn beide Eingänge gleich sind, soll er 1 ausgeben. Oder wenn, keine Ahnung, was sich der gedacht hat, aber irgendwas macht das bestimmt. So, dann hat man jetzt diese Wertetabellen. Und das Interessante an dem FPGA ist halt, man kann halt mehr als nur zwei Eingänge und einen Ausgang haben, sondern man kann halt auch drei Eingänge haben und einen Ausgang. Und um das Ganze noch interessanter zu machen, man kann die Ausgänge von den einen Bauteilen, sind die Eingänge von den anderen. Das heißt, man kann damit die Komplexität drastisch erhöhen sozusagen. Man kann da sehr komplexe Sachen abbilden mit einem FPGA. Also in so einem FPGA kann dann zum Beispiel auch ein Prozessor drinnen laufen. Kommen wir mal ein bisschen zu einem anderen Thema. Also das hier ist eine handelsübliche Sonne. Die kann man jetzt nicht so gut erkennen. Aber auf einer handelsüblichen Sonne gibt es halt sowas wie eine Fusionsreaktion. Und bei der Fusionsreaktion entstehen neue Teilchen und diese werden dann ins Weltall geschleudert. Und jetzt bin ich mal so ein Schwerion, ja, und komme da gerade aus dieser Sonne raus. Und obwohl ich ein bisschen Übergewicht habe, ja, fliege ich da locker mit fast Lichtgeschwindigkeit durch die Gegend und überlege mir halt, wo will ich denn in dieser Galaxie hin? Und ja, also es gibt dann irgendwie eine Wahrscheinlichkeit, dass ich überall hinfliegen könnte, aber mit einer Chance von 1 zu einer Fantastillion lande ich genau auf dem Mond. Ja, aber also dieses Teilchen interessiert uns jetzt erstmal nicht. Denn es gibt noch ein Teilchen, das mit 1 zu einer Fantastilliarden lande ich genau in dem FPGA unserer Mondmission. Ja, und was ich da anrichte, das beschreibe ich jetzt. Also wenn ich so durch das Weltall fliege, ja, dann habe ich da viel Platz für mich.
Und dann kommt auf einmal so ein FPGA an, das ist hier mal als Club dargestellt und auf einmal wird es ganz eng. Ja? Und dann gehe ich da so rein und dann gibt es da so verschiedene Attraktoren. Ja? Also da werde ich dann zum Beispiel von so einer hübschen Blondine angezogen und komme dann nicht mehr so richtig weiter. Also eigentlich wollte ich ja nur gerade durch, aber werde auf einmal aufgehalten. Okay, das war dazu. So, jetzt kommen wir dann ein bisschen zu dem technischen Hintergrund. Also, jetzt so ein Bit wird ja gespeichert über eine Kapazität und dann hängt am Ende ein Transistor dran. Das ist für euch natürlich ganz klar. Die vereinfachte Darstellung davon ist, dass man einfach einen Eimer nimmt und da ist Wasser drin. Wenn das Wasser drin ist, ist eine 1 gespeichert, wenn das Wasser weg ist, ist eine 0 gespeichert. Und dann habe ich dann jetzt hier diese hübsche Transistorin. Ja? Und wenn ich als sexy Schwerion, also diese Transistorin, beflirte, dann drückt die auf die Brause und dann wird aus der gespeicherten 1 wird auf einmal eine 0. Ja, und damit habe ich dann sozusagen einen Bit umgekippt. In meiner Mondmission, ganz furchtbar. In kompliziert sieht das dann ungefähr so aus, da komme ich dann gleich nochmal zu. So, warum ist das jetzt irgendwie schlimm, dass ich da so die Transistoren beflirtet habe und auf einmal aus einer 1 eine 0 wird? Gucken wir uns doch mal irgendwie so eine Wertetabelle an. Also da haben wir wieder unsere Eingänge, 0, 0, 0, 1, 1, 0 und so bla. Und dann hat jetzt unser Chefkonstrukteur oder irgendjemand, der dafür verantwortlich ist, hat beschlossen, dass wenn 0, 0 anliegt, dann fahren wir nach rechts. Wenn 0, 1 anliegt, dann fahren wir nach links. Und wenn 1, 0 anliegt, dann fahren wir gar nicht. Und wenn 1, 1 anliegt, fahren wir wieder nach rechts. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber vielleicht macht das ja irgendwie Sinn. Wenn ich jetzt also in einem FPGA werden aber nur diese grün umrandeten Teile gespeichert. Also das ist sozusagen das, was wirklich nur dort gespeichert wird, weil die Eingänge, gut, die kennt man ja. Wenn ich jetzt aber aus dieser 1, 0 eine 1 mache, diese rote, die man da kaum erkennt, dann sieht man, dass unser FPGA auf einmal nach links und nach rechts fährt und damit sozusagen die Grätsche macht. Ja? Und damit wir dann auf dem Mond nicht gegen die Wand fahren, dafür sorge ich sozusagen und da schützen wir uns vor den verschiedenen Unannehmlichkeiten, die so ein handelsübliches Weltraum einem bietet. So, jetzt geht es auch schon ein bisschen tiefer weiter. Also, wenn man jetzt so gerade gelangweilt durchs Weltall fliegt, was für Effekte erwartet man denn dort? Also die drei wichtigsten sind zum einen die Total Ionizing Dose, dann gibt es Single Event Effects und Displacement Damage. Die Displacement Damage, das ist auch ein Langzeiteffekt, ähnlich der Total Ionizing Dose, den werde ich jetzt mal nicht behandeln. Aber gucken wir uns doch mal an, wie das mit der Total Ionizing Dose ist. Also, in der Total Ionizing Dose geht es darum, dass auf einmal Elektronenlochpaare auftreten, wo vorher keine waren. Das heißt, da wo vorher, sagen wir mal, eine positive Ladung war, ist dann auf einmal nichts mehr. Und das wird herbeigeführt durch Protonen und Elektronen, die halt von der Sonne kommen, hauptsächlich. Oder auch sehr interessant, es gibt auf der Erde gibt es eine sogenannte Südatlantik-Anomalie. Das ist so eine Stelle, da sollte man besser nicht vorbeifahren oder fliegen, wenn man sich gerade auf einer Low-Earth-Orbit-Flugbahn befindet. Das ist eine Sammlung von Protonen und Elektronen und die befindet sich halt in dem Südatlantik. Das ist ungefähr so ein Gebiet. Da darf man halt, wenn man da durchfliegt, dann wird es echt richtig unangenehm für einen. Das ist jetzt das eine, dass dann halt Elektronenlochpaare entstehen, aber die Frage ist jetzt, was für einen Effekt hat das denn auf die Elektronik? Und da ist es so, dass an den Schnittstellen, also da, wo das Silikon und das Siliziumoxid sich treffen, da sammeln sich dann diese Elektronenlochpaare und führen dann dazu, dass so ein Chip, der vorher, sagen wir mal, 1 Milliampere gezogen hat, dann auf einmal 3 Milliampere zieht oder irgendwann noch mehr und ja, dann ist das nicht mehr so gut. Das verändert dann auf einmal das Timing. Also das kann dann passieren, dass eine Schaltung, die vorher wunderbar bei 400 MHz funktioniert hat,
dann auf einmal nicht mehr bei 400 MHz funktioniert. Dafür muss man sich auf jeden Fall wappnen. Das ist aber auch ein sehr langfristiger Effekt. Na, was heißt der? Es ist ein langfristiger Effekt. Was auch noch hinzukommt, ist, dass zum Beispiel die Threshold-Spannung, wo ein Transistor umschaltet, die verändert sich mit der Strahlung. Also wenn man sich das hier mal anguckt, dann gibt es hier 10 hoch 4 Rad, das ist halt die Maßeinheit, mit der die Strahlung da gemessen wird. Und am Anfang schaltet dieser N-Kanal-Transistor noch mit bei 1 Volt um. Und ja, je mehr Strahlung er abbekommt, desto geringer wird dann die Spannung. Das heißt, am Ende bei 10 Kilorad hat man dann ungefähr einen Schaltpegel von 0,5 Volt, anstatt das, was vorher 1 Volt war. Das heißt, wenn man so einen Transistor verbaut, muss man natürlich damit rechnen, dass dann sich dadurch die ganze Schaltung komplett anders verhält. Das Ganze gilt natürlich auch noch für den P-Kanal. Aber das Interessante daran ist, dass die Kurven unterschiedlich sind, je nachdem, ob der Transistor eingeschaltet war, während er bestrahlt wurde oder nicht. Das heißt, das hat auch einen Einfluss darauf. Das macht das Testen auch ziemlich schwierig, weil man muss vom Prinzip her genau die Schaltung testen mit den Werten, die man später dann auch wirklich haben möchte. Das heißt, man muss vom Prinzip her alles fertig haben, dann kann man das in die Strahlungskammer tun und dann kann man da das Bauteil entsprechend strapazieren. Das heißt, es kommt dann auch wirklich darauf an, wenn ich so einen Motortreiber habe und den teste ich immer mit 10% Duty Cycle, dann ist das ein anderes Ergebnis, als wenn ich den mit 90% Duty Cycle die ganze Zeit teste. Das muss man auf jeden Fall bedenken. Aber das Gute bei der Total Ionizing Dose ist, dass es ein relativ einfaches Gegenrezept gibt. Man kann nämlich einfach Aluminium draufklatschen und dann hat das auf jeden Fall schon mal eine Wirkung. Also hier sieht man das zum Beispiel. Also Low Earth Orbit ist sozusagen das Kinderplanschbecken der Umlaufbahn. Das ist noch am erdnächsten, man befindet sich noch fast in der Atmosphäre. Und genau, also da sieht man dann, dass wenn man hier das ist die Dicke des Aluminiums, wenn man das erhöht, dann kommen immer weniger Elektronen an und die sorgen dann halt dafür, dass die Total Ionizing Dose nicht so schnell ansteigt. Also die Total Ionizing Dose ist etwas, was man so akkumuliert. Das heißt, man beginnt bei der Mission mit 0 und sammelt man über die Zeit das an, bis man dann am letzten Endes bei 10 Kilorad oder sowas ist. Das ist ein ganz ordentlicher Wert. Ja? Was war das? Das war Aluminium. Das ist Aluminium. Ja, also Aluminium wird standardmäßig sehr gerne verwendet in der Raumfahrt. Es gibt noch andere Materialien, aber Aluminium ist einfach sehr gut geeignet, sozusagen. Achso, nee, Mill. Ja, wie die Leiterbahnen vermessen sind. Also 100 Mill sind 2,54 Millimeter, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Also ideal wäre natürlich, wenn man irgendwie Blei nehmen würde oder sowas, das hält auf jeden Fall noch mehr ab als Aluminium. Das Problem dabei ist aber, dass jedes Kilogramm zählt bei so einer Mission und ja, das denkst du noch, ja? Bitte was? Achso, Quecksilber zum Abschirmen. Also das prinzipielle Problem ist einfach wirklich Gewicht. Also wir versuchen da gerade mal irgendwie so ein paar hundert Kilogramm auf den Mond zu bekommen und müssen dafür schon eine Riesenrakete bemühen. Und klar gibt es verschiedene ideale Dinge. Also alles, was eine hohe Dichte hat, bremst auch gut, vereinfacht gesagt. Aber alles, was auch eine hohe Dichte hat, ist halt auch schwer. Und da muss man halt immer so einen Trade-off finden, dass man sagt, okay, wie viel Gewicht kann ich mir leisten, wie viel muss ich denn eigentlich schirmen? Ja, also wenn man zum Beispiel
Also so eine handelsübliche Mission für so einen Satelliten, der hält dann halt mal eben 10 Jahre oder sowas. Da akkumuliert sich die Total Ionizing Dose natürlich schon auf einen ziemlich hohen Wert. Wenn man jetzt aber einfach nur 7 Stunden auf dem Mond rumkurven möchte, wie wir das wollen, dann ist die Total Ionizing Dose da natürlich sehr gering. Hinzu kommt noch, dass die Total Ionizing Dose hängt auch noch vom Wetter ab. Also jetzt nicht unbedingt unserem Wetter, aber dem Sonnenwetter. Das heißt, wenn es eine Eruption gibt, so ein Solar Flare, dann kann es sein, dass die Total Ionizing Dose wesentlich schneller erreicht wird, als wenn man eigentlich jetzt gerade irgendwie so ein relativ ruhiges Jahr hat. Und das Jahr, in dem wir starten wollen, ist eins, da geht es ordentlich ab. Sagt zumindest der Wetterbericht. Aber ich meine, der Wetterbericht hat sich ja hier auch ein bisschen geirrt. Naja. Das Interessante auch noch ist halt, dass die Elektronenlochpaare, die können sich selber heilen. Das heißt, wenn man lange genug wartet, dann verschwinden die nicht komplett, aber das Material heilt sich ein bisschen und die Total Ionizing Dose geht dann sozusagen wieder zurück. Dazu müsste man aber einen Container haben, der einen komplett vor Strahlung schützt. Und das ist ein bisschen schwer zu bekommen auf dem Mond. Haben wir gesucht? Gibt's nicht. Genau, die Rate, die der Total Ionizing Dose ansteigt, hängt vom Wetter ab, habe ich schon ungefähr gesagt. Und wenn man jetzt mal wissen möchte, was so ein Baustein für eine Total Ionizing Dose ab kann, dann nimmt man so ein handelsübliches Kobalt 60 und legt das davor und hält das so fest am besten und dann schaltet man es ein und guckt, wie lange das aushält oder wie lange der Mensch aushält, der das hält. Whatever comes first. Dann gibt es noch die Single Event Effects. Das sind eigentlich die interessanteren. Also die Total Ionizing Dose ist für unsere Mission, naja, nicht ignorierbar, das wäre ein bisschen zu grob, aber für unsere Mission ist sie relativ gering. So, also ein Single Event Effect, das sind im Gegensatz zu dem Total Ionizing Dose oder Displacement Damage, das sind nicht irgendwelche Dinge, die graduell antreten, sondern das sind Dinge, die, wo wirklich ein Proton oder ein Ion ankommt und irgendeinen Schaden anrichtet, der entweder temporär ist, halbtemporär oder Burnout, kann sich jeder denken, das ist nicht gut. Das will man nicht haben. Genau, gucken wir uns mal ein Single Event Upset an. Also, wenn man jetzt so ein Chip sozusagen auf dem Mond hat oder in einer Strahlungsumgebung, dann merkt man, dass man ein Single Event Upset hat daran, dass auf einmal da so ein Puls über die Leitung geht, das ist die einfache Variante, oder dass sich ein Bit umkippt, das ist das, was ich vorhin erklärt habe. Und das Interessante dabei ist, dass durch diesen Puls die Struktur selber nicht kaputt geht, das heißt, ich kann aus dem Bit, was vorher eine 0 war, da kann ich einfach wieder eine 1 drüber schreiben und dann ist gut. Das heißt, so dahingehend ist es reversibel. Das mit dem irreversibel, das bezieht sich darauf, dass wenn man jetzt, das kann ja, dieses eine Bit kann ja auch eine Bedeutung haben. Das heißt, wenn jetzt auf einmal das Bit für ein Reset zuständig ist, dann kann es passieren, dass die ganze Schaltung sich resettet und dann redet man von einem Single Event Functional Interrupt. Bedeutet, der ist doof gelaufen. Aber nach dem Neustart ist wieder alles okay. So, wenn man jetzt also so einen Chip hat und man möchte herausfinden, ob man den auf einer Mission benutzen kann, dann muss man sich verschiedene Parameter angucken. Also da gibt es zum einen, gibt es den LET, also die Linear Energy Transfer, das ist das, wenn jetzt so ein Teilchen ankommt, grob vereinfacht ist das Geschwindigkeit mal Masse, das dann und wie viel Energie das sozusagen auf das Material überträgt. Da gibt es dann halt verschiedene Häufigkeiten und da komme ich gleich nochmal zu. Und dann gibt es das andere, ist die Cross-Section. Die Cross-Section ist, wenn man sich jetzt ein IC mal so groß vorstellt, dann ist das ungefähr die Fläche, die
sozusagen nicht von einem Teilchen getroffen werden sollte, um kein Single Event Upset auszulösen. Das war jetzt doppelt negiert. Also, dass wenn die Fläche getroffen wird, dann entsteht ein Single Event Upset. Also, wie testet man so ein? Als erstes misst man zum Beispiel die Cross-Section. Dafür nimmt man dann den Chip, spannt den in eine Halterung ein und nimmt dann einen handelsüblichen Teilchenbeschleuniger und beschießt den halt so mit verschiedenen LEDs, also mit verschiedenen Energiestärken. Ja, einmal ein bisschen volles Rohr oder ein bisschen lepprig. Also da unten hier in dem 10 Megaelektronenvolt-Bereich, das kann eigentlich fast jedes Bauteil noch ab. Spannend wird es dann hier hinten. Also wenn sozusagen kein Single-Event-Upset auftritt bis 100 Megaelektronenvolt, dann sagt man, dass dieses Device ist immun gegen Single-Event-Upsets. Und ja, ungünstigerweise hängt, man nimmt dann diesen Teilchenbeschleuniger, schießt da drauf und je nachdem misst dann, wie viele Single-Event-Upsets man hat und dividiert das dann durch die Anzahl der Teilchen, die man drauf geschossen hat und weiß dann ungefähr, was die Cross-Section ist, also wie groß, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Teilchen ein Single-Event-Upset auslöst. Dummerweise hängt das natürlich von dem Device ab, also von dem Chip, den man testet. Und dummerweise hängt das nicht nur von dem Chip selber ab, sondern das hängt auch vom Wafer ab. War das jetzt ein gut gelaunter Wafer, ein schlecht gelaunter Wafer? Oder es kann sein, dass innerhalb einer Charge dieser Threshold oder die Cross-Section variiert. Also wenn man dann einen Test macht, dann holt man sich üblicherweise so eine ganze Charge, die vom gleichen Wafer ist und testet dann da so 3, 4, 5 von denen und hat dann eine grobe Übersicht, was da so die Cross-Section ist. Ja, es hängt einmal von dem EC ab, es hängt aber auch davon ab, welcher Fertigungsprozess benutzt wurde. Also wenn man jetzt so einen Silicon-on-Insulator hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Single-Event-Latch-Up auftritt, ist geringer als bei einem Standard-CMOS, also Silicon-Wafer. Dann hängt das davon ab, von der Strukturgröße ab. Und also die Strukturgröße hat dahingehend einen Einfluss, dass, man kann sich das ungefähr so vorstellen, wenn man jetzt ein Bit innerhalb von einem kleinen Eimer speichert und dann schießt man mit einer Pistole rein und dann geht da ein Loch rein, dann fließt das halt schneller raus, fließt ein bisschen Wasser raus, aber wenn man jetzt einen Swimmingpool hat und schießt dann mit einer Pistole rein, dann dauert das ewig, bis das leer ist. Also die Strukturgröße hat sozusagen einen Einfluss auf die Kapazität und je größer die Kapazität ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ein Single-Event-Upset eine Auswirkung haben kann auf darauf, ob das jetzt ein Single-Event-Upset auftritt oder nicht. Ja, und dann hängt das natürlich noch von der Art der Teilchen ab. Also da gibt es dann halt nur die Elektronen, es gibt die Protonen. Die Elektronen sind so, Protonen sind so, Neutronen, naja, egal. Das hängt dann auch davon ab. Und dann sieht man hier auch, also hier oben dann sind die Teilchen, mit denen man das üblicherweise dann testet in dem Bereich. Interessant, ja, okay, also das Threshold, kann ich mal kurz erklären, das ist dann ungefähr, wo überhaupt der erste Single-Event-Upset auftritt, das ist ein interessanter Punkt und das Knee ist dann der Punkt, wo es dann egal ist, wie welche Stärke die Teilchen haben. Dann hängt das aber auch noch, dann gibt es natürlich noch, das Weltall bietet ein reichhaltiges Menü, sag ich jetzt mal, an verschiedenen schnellen Teilchen und ja, wie man sieht, so die langsamen Teilchen, das ist wie auf deutschen Autobahnen, die sind immer am häufigsten und die schnellen immer weniger. Und ja, so ein langsames Teilchen hier unten mit 10 Megaelektronenvolt, das ist egal. Interessant sind hier so ab 20 bis 90. Man muss hier auch ein bisschen gucken, also das Ganze artet dann auch in eine statistische Berechnung aus. Man muss ja gucken, was sind jetzt hier die Teilchen, die man tatsächlich zu erwarten hat. Also so ein 100 Megaelektronenvolt
Teilchen, das kommt mit einer Wahrscheinlichkeit von, also mit alle 1 mal e hoch minus, also 1 mal 10 hoch minus 12 Sekunden kommt das mal vorbei. Also alle, was habe ich ausgerechnet, 3171 Jahre. Also da muss man jetzt nicht unbedingt damit rechnen, wenn man jetzt eine Mission hat, wo man nur 7 Stunden durch die Gegend fährt. Ja, so, also da hat man zum einen, hat man die verschiedenen Teilchen genommen, hat die Cross-Section bestimmt und dann hat man bestimmt, mit welcher Wahrscheinlichkeit treten denn welche Energiestärken überhaupt auf. Und genau, dann guckt man sich halt so an, also multipliziert man das und multipliziert das noch mit der Fläche, die man auf dem Chip hat und dann weiß man ungefähr, wie schnell treten, wie viele Single-Event-Upsets hat man denn jetzt eigentlich wirklich während der Mission zu erwarten. Das Problem ist, wenn man jetzt ausrechnet, ja, okay, es kommen nur alle 3170 Jahre, kommt ja so ein 100 Megaelektronen-Volt-Kracher vorbei, dann ist das Problem, das ist eine statistische Angabe. Und die gilt auch nur für normales Wetter, also so ja, handelsüblicher Solarjahr. So, wenn man jetzt mal guckt, also das hier ist die 100% Kurve, das bedeutet, mit dieser Kurve muss man immer rechnen. Mit der 10% Kurve, das muss man in 10% der Zeit rechnen, also in 36,5 Tagen im Jahr hat man ein Strahlungsniveau, was ungefähr der Kurve entspricht. Doof ist allerdings diese 0,03%. Wenn man das mal vergleicht, also hier oben ist der bei 10 hoch minus 5 und hier oben ist er bei 10 hoch 1. Das ist mal eben Faktor, jetzt lass ich mich lügen, 100, 1 Million ungefähr. Das ist schon ziemlich hart und man muss halt doch ein bisschen damit rechnen, dass, ja, was Murphy's Law, was schief gehen kann, wird schief gehen. Das heißt, wenn man jetzt gerade gemütlich auf dem Mond gelandet ist und man möchte da so ein bisschen durch die Gegend cruisen, kann es halt passieren, dass gerade in dem Moment eine Sonneneruption stattfindet und weil gerade Sol 24 ist, wo die höchste Sonnenaktivität, also die Anzahl der höchsten Sonnenflecke zu erwarten ist, kann es halt sein, dass es auch echt ein richtiger Megasturm ist und ja, man nach einer Stunde platt ist, weil die Total Ionizing Dose überschritten ist, weil dauernd Single-Event-Upsets auftreten. Da kann man auch eigentlich nur noch warten. So ein Solar Flare kann so maximal eine Woche dauern. Also die Auswirkungen des Solar Flares. Ja, und das Dumme daran ist halt, was kann man denn gegen ein Single-Event-Upset tun? Also, Shielding, also dass man Aluminium nimmt, haben wir vorhin gesehen, die Anzahl der Elektronen hat ja rapide abgenommen mit dem Aluminium, aber die Anzahl der Protonen war sehr unbeeindruckt, muss man dazu sagen. Und das ist das Problem mit Aluminium-Shielding, das heißt, es macht nur bis zu einem gewissen Grad Sinn, und darüber kann es dann die Protonen auch nicht mehr aufhalten. Und die Protonen sind hauptsächlich verantwortlich für die Single-Event-Upsets oder für die ja, Single-Events überhaupt. Was ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, es nützt natürlich, wenn man einen Chip hat, der in einer sehr alten Technologie gefertigt ist, dann hat man höhere Kapazitäten. Dann macht es auch nichts, wenn da mal eben so ein Proton durchrauscht. Das kann mit seiner Ladung dann auch nicht so viel verändern. Aber wer will schon Technologie von 1970 benutzen? Ja, das ist ja auch irgendwie nutzlos. Man kann dann in dem Prozess kann man auch ein bisschen optimieren. Also man kann, ich habe ja vorhin schon kurz erwähnt, wenn man einen Silicon- und Insulator-Prozess benutzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Single-Event-Upset auftritt, relativ, also ein bisschen verringert. Wenn man jetzt so einen Bulk-CMOS-Prozess benutzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit eher höher. Ja. Und das heißt, ja, da gibt es noch architektonische Features, dass man halt wirklich sozusagen damit rechnet, dass ein Single-Event-Upset auftritt, dass man Korrekturmechanismen einbaut. Und da komme ich dann später nochmal kurz dazu.
Ja, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich muss jetzt aber unbedingt diesen Baustein benutzen, es gibt da auch keine Alternative zu. Dann gibt es so das übliche Rezept dagegen, Triple Modular Redundancy, bedeutet, man verdreifacht alles. Und es gibt speziell für FPGAs Configuration Scrubbing. Configuration Scrubbing kann man sich so vorstellen, in einem FPGA ist diese Konfiguration, also diese Wertetabelle, sind ja gespeichert als Bits und dann gibt es darüber eine Checksumme und dann gibt es so ein Tool, was dann halt die ganze Zeit über den Speicher des FPGAs läuft und guckt, ob die Checksummen noch überall übereinstimmen und wenn dann ein Fehler auftritt, dann wird der Teil neu geladen. Und das macht man dann so alle Millisekunde mal und korrigiert dann automatisch die Fehler, die da aufgetreten sind. Und da muss man nur noch hoffen, dass das Bit, was da gerade umgekippt war, dass das entweder nicht wichtig war, die Wahrscheinlichkeit ist erstaunlich hoch, oder dass das Bit in einem Bereich war, in dem Triple Modular Redundancy angewendet wurde, das heißt, dass das Ergebnis davon ignoriert wird. Also Triple Modular Redundancy nach Xilinx ist, man verdreifacht die kombinatorische Logik und hängt dann dahinter einfach einen Majority Voter, die dann darüber abstimmen, also wenn zwei sagen, das ist das richtige Ergebnis, dann wird das von den Zweien genommen und der dritte wird ignoriert. Und um dann die Fehler von den Majority Votern rauszufiltern, gibt es dann noch die Minority Voter, weil das Problem ist ja, die Majority Voters sind ja auch auf dem FPGA realisiert und können von daher auch selber betroffen sein von dem Bitfehler. Und um das zu handeln, gibt es halt den Minority Voter und die Minority Voter sind so realisiert, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass sie einen Fehler produzieren. Also die setzen keine 0 oder 1, sondern die setzen entweder 0 oder Z. Also durchlassen oder setzen ein Signal. So, also wir können mit Shielding können wir nichts machen. Wir müssen unbedingt einen bestimmten IC benutzen. Und wenn wir jetzt ein FPGA haben, sind wir in der komfortablen Lage, dass wir versuchen können, aus diesem Single-Event-Upset wieder rauszukommen, indem wir halt das, was man im redundanten Serverbereich auch macht, man benutzt ECC für den Speicher. Das heißt, man guckt sich an, man bildet Checksummen, speichert die Parity mit und kann dann daraus wieder die originalen Daten rausholen sozusagen. Und weil wir nicht nur Error Correction machen, sondern Error Detection and Correction, also das heißt, wir detektieren nicht nur den Fehler und korrigieren ihn, sondern wir speichern ihn dann auch wieder zurück, also dass das später dann auch wieder das Richtige dasteht. Ja, und dann als letzte Möglichkeit bleibt dann nur noch die klassische Windows-Lösung. Man startet nochmal neu, vielleicht lädt man nochmal die Firma neu auf. Das muss man überlegen. Wir sind da auf dem Mond und haben dann da ein FPGA und da ist ja die Hardware drin. Und wenn wir feststellen, wir haben die Hardware ein bisschen falsch gebaut, dann kann man die nochmal neu hochladen. Also das ist eine ziemlich coole Sache, wie ich finde. So. Es ist alles irgendwie gleich wichtig. Aber ein anderes Phänomen ist dann ein Single-Event-Latch-Up. Das passiert dann, dass dann ein Single-Event-Upset einen Transistor so festgenagelt hat, dass auf einmal da ein ziemlich großer Strom fließt. Das heißt, da wird dann VCC gegen Ground gezogen oder sowas. Und dann wird halt ein sehr hoher Strom gezogen. Und das kann dann dazu führen, dass an der Stelle es so heiß wird, dass das Silicon dann schmilzt und dann dass dann halt Metallbrücken entstehen zwischen den einzelnen Stellen und das kann dann halt wirklich zu einem fatalen Error führen. Da kann man noch was machen. Das heißt, wenn man einen sehr starken Anstieg des Stromes feststellt, hat man noch wenige Millisekunden Zeit, um zu sagen, okay, jetzt schalte ich das ganze Ding ab und dann ist eventuell noch nicht alles kaputt. Wenn einem das nicht gelingt, dann hat man den Single-Event-Burnout und das bedeutet, wir werden unsere Mondmission nicht durchführen können. So, jetzt erzähle ich noch ein bisschen was über uns. Also
ja, wir machen unsere, wir arbeiten an dieser Mondmission. Und ich möchte mich auch herzlich bei unseren Partnern bedanken, die uns gerade tatkräftig dabei unterstützen, dass wir diese Mission durchführen können. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder sowas, dann könnt ihr uns einfach treffen. Wir sind da drüben, einfach wirklich gerade raus, dann sind wir da drüben. Wir haben auch einen Workshop, da baut man so kleine Modellraketen mit C603-Motor. Die kann man hochfliegen lassen. Wir haben ein paar Rover da, die kann man, mit denen kann man rumspielen und ja, man kann auch mit uns reden. Und wir sind da drüben in dem Zelt, was mit zu 10% aus Duct Tape mittlerweile besteht. Aufgrund. Ja, wir haben ein Experiment gemacht, ob wir auch eventuell unser Zelt benutzen können, um direkt zum Mond zu fliegen, aber das ist noch nicht gelungen. Ja, wir können, wir sind auf Twitter, wir haben auch eine böse Facebook-Page und wir sind auch im Web zu erreichen. Und ja, damit bin ich auch schon ziemlich am Ende meines Vortrags und ja, wenn ihr Fragen habt, stellt sie. Ja, ich glaube, da ist ein Mikro am besten. Ah, wenn ich jetzt also hier reinrede, geht's? Ja. Also nochmal, wenn wir jetzt, wie sieht das mit den Lizenzen aus? Wir wollen jetzt zum Mond und wir sind Hacker der Welt. Und jetzt macht ihr da Sachen, sehr viele Firmen und andere Institute, die euch unterstützen. Und ich kenne das ja selber, dass sie dann zum Teil irgendwie sagen, ah, Non-Agreement, Disclosure und so weiter. Wie viel von dem müsste man komplett selber als Hobbyist nachbauen? Wie viel ist patentgeschützt oder über anderweitig geschützt? Also wenn ich jetzt anfange, solche Dinge selber zu machen, wie wahrscheinlich ist das, dass dann irgendwann ein Rechtsanwalt klopft und sagt, hier, Patentklage? Sagen wir mal so, das hängt davon ab, wie schnell du zum Mond kommst. Also ich meine, wenn du oben auf dem Mond bist, wer will dir dann noch nachweisen, dass du da irgendwie geklaute Technologie drin hast? Ja, geh mal von außen fällt. Naja, wir werden jetzt Open Source haben und so weiter und wir wollen noch ein zweites Mal hin, dann stehen sie alle und blockieren meine Rakete, sowas. Ja, also Patenttrolle und Fallen gibt es überall. Da kann man leider nicht viel machen. Bitte? Noch was? Eine Prozentangabe, wie viel davon jetzt mit Patent belegt ist? Keine Ahnung. Ich sag mal jetzt einfach 90% wahrscheinlich. Wenn man alle Trivialpatente zusammennimmt, kommt man vermutlich auf 100%. Ich weiß es nicht genau. Also es ist eine sehr schwierige Frage. Also die schwierig wird es halt wirklich die, ja, also das Problem, also das Hauptproblem ist eigentlich weniger die Patente. Das Hauptproblem ist, wenn man an Bauteile rankommen möchte, die tatsächlich auch die Strahlung überleben. Da gibt es dann das Problem mit ITER. Also die USA haben sich gedacht, das ist eine tolle Idee, dass man halt so ein Exportverbot macht. Und wenn man denn jetzt so einen IC kaufen möchte, der strahlungsfest ist, dann sagen die, das baust du mir auf eine Rakete drauf und dann bombardierst du uns damit. Deshalb gibt es ITER, damit sie das verhindern. Und deshalb ist es sauschwer, an diese Bauteile ranzukommen. Also das ist eigentlich eines der größeren Probleme. Also das ist da mit ITER ist man 2 Jahre mit Papierkrams beschäftigt, bevor man auch nur überhaupt irgendwas machen darf. Und ja, also eine unserer Überlegungen übrigens war, dass wir da so eine Radioisotopen-Batterie benutzen. Und als wir dann von dem Plan erzählt haben, dass wir so eine radioaktive Batterie auf eine Rakete machen wollen, gucken die Leute immer ganz komisch und werden immer ganz komisch. Nicht versuchen. Kurz zu den Patentproblemen. Patente ziehen nur dann, wenn ihr das Zeug kommerziell verwerten wollt. Ansonsten lest Patentschriften, baut das Zeug nach, freut euch dran, es kann euch keiner verbieten. Also in dem Fall, ich nehme an, ihr wollt kein Geld mit eurer Rakete verdienen. Und in dem Moment ist das egal, was ihr da reinbaut. Baut ein iPod nach und klebt ihn oben drauf, nur um Apple zu ärgern. Also, das ist
Ja, klar, da hast du vollkommen recht. Also ich muss dazu sagen, dass wir natürlich nicht einfach nur so zum Mond schmieden. Also es wäre natürlich, es ist aber, was für einen besseren Grund gibt es, als irgendwas Geiles da hochzuschießen. Wir nehmen aber auch am Google Lunar X-Preis teil. Was bedeutet, wenn wir das tatsächlich schaffen, bekommen wir bis zu 30 Millionen Dollar von Google. Und dann ist die Frage, sind wir kommerziell oder nicht, ein bisschen kritischer. Das ist so. Aber letzten Endes also bin ich der Meinung, den Anwalt sollen sie mal zum Mond schicken, der mir nachweisen kann, dass wir da irgendwas geklaut haben. Ich habe es gerade zufällig nachgeguckt. Nach 2012 sind es nur noch 15 Millionen. Ja, sind wir nicht so. ja, das mit den Geldern ändern die immer. Ich glaube, das ist noch nicht mal die offizielle Version, die da auf deren Webseite steht. Also wenn du das bei Wikipedia nachgeguckt hast, ist es sowieso ganz alt. Na egal. Ja, also wenn ihr Lust habt, mit unseren Rovern ein bisschen rumzuspielen, wir haben uns einen großen Rover dabei, den wir so zum Testen benutzen. Wir haben aber auch unsere kleinen Rover dabei. Und die haben wir für unsere Softwareentwickler entwickelt sozusagen. Also wir hatten das Problem, wir sind ein weltweit verteiltes Team und wir wollen halt mit unseren Softwareentwickler wollen wir halt irgendwas zum Spielen an die Hand geben, damit sie ihre Fahralgorithmen testen können und so ein Krimskrams. Und dafür haben wir so eine verkleinerte Variante von unserem Rover gebaut. Und ja, dafür würden wir gerne noch neue Fernsteuerungsideen haben. Also wir haben da so eine 3D-Maus, mit der kann man den fernsteuern. Wir haben ein Android-Tablet da, damit kann man den auch ein bisschen fernsteuern. Wenn ihr da selber ein bisschen rumhacken wollt, kommt einfach rüber, redet mit uns. Dann geben wir euch so ein R0, also nicht für immer, aber zum Rumspielen. Und also seid herzlich willkommen bei unserem Pavillon sozusagen. Ja, wenn es keine Fragen gibt, dann würde ich sagen, bin ich fertig. Das war sehr interessant und ja, auch für mich ziemlich spannend, da ich so ein bisschen aus dem Bereich komme und ja, vielen Dank.